In der achten Folge der kleinen Reihe Literatur fürs Studium möchte ich heute auf eine Publikation hinweisen, die man vermutlich nicht erwarten würde und die auch eher randständig im linguistischen Curriculum ist, aber in den nächsten Jahren relevanter werden wird, vor allen Dingen dann, wenn wie in Sachsen die Inklusion, das Thema der barrierefreien Kommunikation in den Fachstudiengängen auf der einen Seite und auf der anderen Seite in den Lehramtsstudiengängen verankert wird. Bevor Sie zu irgendetwas anderem greifen, empfehle ich Ihnen, wenn Sie sich für das Thema interessieren, Leichte Sprache, kein Regelwerk von Bettina M. Bock. Bettina Bock ist Juniorprofessorin in Köln. Im Moment hat vorher aber an dem Leiser-Projekt gemeinsam mit Desi Lange und Saskia Schuppener in Leipzig zusammengearbeitet und trägt in dieser Broschüre, könnte man fast sagen, die wichtigsten Ergebnisse der Forschung, also die wichtigsten sprachwissenschaftlichen Ergebnisse und Praxisempfehlungen aus der Forschung und aus diesem Projekt zusammen. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es eben einen linguistischen Teilbereich hat und auf der anderen Seite einen sonderpädagogischen, sodass Sie hier tatsächlich aus erster Hand die Empfehlungen bekommen, die Sie einsetzen können, wenn Sie sich mit barrierefreier Kommunikation beschäftigen, sowohl in der akademischen Lehre als auch in der Schule. Der Schwerpunkt nämlich auf der Partizipation, das heißt der Idee, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in die Forschung einzubeziehen, war Grundlage des LISA-Projektes und ist vor diesem Hintergrund immer die Richtschnur für inklusive Lehre und inklusives Studium. Also noch einmal Bettina M. Bock, Leichte Sprache, kein Regelwerk, eine ausdrückliche Empfehlung, wenn Sie es nicht in Ihrer Universitätsbibliothek haben, bestellen Sie es und nutzen Sie es, wann immer Sie können, wenn Sie sich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.